große Tag, der Crosslauf steht an. Ja, vom Wetterchen her, ja, ihr seht es ja selbst. Ein bisschen bewölkt ist es. Und auch noch recht kalt, obwohl 12 Grad geht eigentlich. Bin ziemlich aufgeregt, aber ich freue mich. Am meisten freue ich mich schon auf die Wanne danach, die ich mir dann hoffentlich auch verdient habe, wenn ich es denn überhaupt durchs Ziel schaffe oder ob sie mich dann mit einem Hänger einladen müssen, mit den ganzen anderen, die es nicht geschafft haben, die irgendwo auf der Strecke zurückgeblieben sind, mich dann vom Bordstein kratzen oder so. Mal schauen, ich bin gespannt. GoPro habe ich eingepackt, werde ich auf jeden Fall ein bisschen was aufnehmen, wenn ich sie nicht verliere unterwegs, was ich nicht hoffe. Das wäre ziemlich schade. Ja, mal gucken, was der Tag so alles bringt. Wir fahren jetzt erstmal hin. Ich denke, in einer guten Stunde müssten wir eigentlich da sein. Je nachdem, wie der Verkehr ist, ob noch großartig Baustellen kommen oder so. Aber eigentlich sollte das recht fix gehen. Ja, ich bin gespannt, wie es heute wird, wie viele Leute da sind, wie viele bei uns starten und was wir dann natürlich am Ende von Platz belegen. Platz 100 war, oder unter die Top 100 war natürlich das eigentliche Ziel. Mal gucken, wo wir dann am Ende landen. Ich bin gespannt. Ich werde natürlich Vollgas geben. Das Turnier von gestern merke ich nicht. Also da denke ich, sind noch ein paar Körner übrig. So Freunde, wir sind angekommen, Cross Deluxe, wir sind gerade unter einem Übergang, wo wir dann auch drüber müssen. Mal gucken, ob man das jetzt hier sieht, ja, eigentlich ganz gut, hier das Fähnchen weht. Hier noch müssen wir dann, wo der gute Wachmann steht, und kommen dann von hier hinten, von dem Berg. Wenn ihr das seht, ja, müssen wir dann schön runterrutschen, wird alles noch mit schön kaltem Wasser gemacht. Unten ist dann wie ein kleines Auffangbecken, wo auch kaltes Wasser drin ist. Und hier, fokussier gefälligst, stehen wir gerade momentan an. Die Schlange geht hier hinten rum bis hier runter. Da vorne ist sie zu Ende. Dort sind dann die Parkplätze. Dort unten bei dem roten Dingens, dort ist Start-Ziel. Ja, dann geht es erstmal dort hinten durch den Wald. Dann müssen wir da hinten, ganz da hinten schwimmen, ungefähr, wo ist mein Finger, wo ist der Finger, hier ist der Finger, da ist die Frau, ungefähr dort hinten müssen wir dann lang schwimmen. Thank you.
Die Hälfte habe ich geschafft. Mein Bruder müsste ganz nach vorne sein. Mahlzeit. So, meine Lieben, neuer Tag, Crosslauf ist geschafft, ich bin gerade frisch von der Arbeit rein, ich werde jetzt mal die GoPro-Videos sichten, mal gucken, ob es überhaupt was geworden ist alles, ich bin sehr gespannt. Ja, es war sehr, sehr geil, hat wieder mega viel Spaß gemacht, Beine habe ich heute noch bei der ein oder anderen Treppenstufe doch gemerkt. Ja, cooles Wochenende liegt jetzt hinter mir. Erst das Fußballturnier, dann der Crosslauf. Jo, war echt geil. Hat sich gelohnt. Die Anmeldung für nächstes Jahr ist auch schon wieder raus. Ja, wer Bock hat oder wer auch denkt, er sei Manns genug dafür, für den packe ich den Link zur Anmeldung mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken. Eventuell ist es ja was für euch. Mal schauen. So, jetzt mal zu ein paar Zahlen vom Crosslauf, würde ich denken. Und zwar bin ich, lass mich kurz gucken, in dem Lauf am Sonntag bin ich Platz 54 geworden. Also Ziel erfüllt, Top 100 habe ich gesagt, einmal frei, Platz 54, sehr solide. Insgesamt vom ganzen Wochenende bin ich Platz 222 geworden. Ist, denke ich, auch okay. Ich weiß jetzt gerade nicht von wie vielen, aber ich sag mal so, es waren im Lauf noch jede Menge hinter mir. Und ich denke, im gesamten Wochenende Platz 222 ist eigentlich auch ganz gut. Da könnte man ja für nächstes Jahr dann sowas sagen, komm, wir wollen unter die Top 200 vom gesamten Wochenende und im Einzellauf unter die Top 50 oder vielleicht Top 40. Kann man jetzt drauf hin trainieren wieder. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich will mich auf jeden Fall verbessern. Und weil ich habe gesehen, da waren noch so ein oder andere Schwachstellen. Irgendwie das Laufen lag mir irgendwie nicht. Vielleicht war es auch dem Turnier geschuldet, keine Ahnung. Aber irgendwie war ich ein bisschen lahmarschig unterwegs. Und unser Team, was auch sehr geil war, ist von allen Teams am Wochenende Platz 18 geworden. Ist natürlich einer sehr großen Leistung geschuldet von einem aus unserem Team. Der hat in unserem Lauf Platz 20 belegt. Ist aber am Freitag schon mal gerannt, also ja, warum nicht, ne? Wenn ich halt zweimal. Ja, an und für sich war es echt sehr gut, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, das Video gefällt euch, wenn dem so ist, dann Daumen nach oben, ich sitze ein bisschen tief heute. Ja, Daumen nach oben, lasst ein paar coole Kommentare da,
Wie findet ihr es so? Wäre es was für euch? Hättet ihr da Bock drauf? Oder sagt ihr, nee, Höhe und so? Oder zu viel Dreck? Keine Ahnung, ich mache mich nicht gern schmutzig. Ja, schreibt einfach mal ein bisschen was drunter. Würde mich freuen, was zu lesen. Und ja, ich würde denken, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.